Guten Morgen Leute, Montagmorgen, Zeit für den Rückspiegel. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir wollen mit euch über unsere vergangene Brettspielwoche quatschen. Was kam gut an, was kam nicht so gut an? Gibt es News der Woche und wir haben auch ein Gewinnspiel der Woche. Melli fängt kurz und knackig mit einer der News der Wochen an. Ja, und zwar für mich ein Highlight überhaupt schon mal dieses Jahr. Und zwar wird es Sagrada Legacy geben. Und da frage ich mich, müssen wir hier Würfel zerkloppen oder was wird da Legacy sein? Ich liebe Sagrada und jetzt noch in Legacy. Richtig, richtig geil. Es gibt so viele Erweiterungen. Vielleicht haben sie einfach alle Erweiterungen irgendwie kombiniert und am Schluss kommt dann ein großes Sagrada raus. Ich weiß es nicht. Wir haben ja alles. Richtig. Das wäre blöd. Andere nicht so schöne News der Woche ist, denn Cool Mini or Not und andere Leute auf Kickstarter, also andere Firmen, wollen in Zukunft Steuern erheben, wenn sie Waren nach Deutschland oder Europa schicken. Das hat wahrscheinlich was mit dem Brexit zu tun. Ich blende euch jetzt mal ganz kurz meine neue Rechnung ein, denn Simon macht nämlich auch auf bereits finanzierte Kickstarter die Steuer hinten drauf. Und das ist mein Massive Darkness Pledge. Und ihr seht, ich muss jetzt über 60 Dollar extra bezahlen, nur an Steuern, die vorher so gar nicht eingeplant waren. Also da könnte in Zukunft etwas mehr Gebühren auf uns zukommen. Ja, das bleibt dann jedem selber überlassen, ob oder ob nicht. Ich finde es aber ein bisschen meh im Nachhinein. Nachher mehr dazu. Aber ja, egal. Gut, Kasseltricon ist die nächste News der Woche. Was Freudiges, was Tolles gab es ja schon letztes Jahr zur Spiel Digital. Gab es eine Kasseltricon und es wird vielmehr zuvor. Und es wird es jetzt im Februar wieder geben. Und zwar vom 26. bis 27. Februar könnt ihr wieder hier auf die Wiese stürmen und Neuheiten ausprobieren und. Kumpels treffen, wie auch immer. Genau. Das ist schon mal was Freudiges für den Februar einfach. So ist es. So. Dann machen wir mit der Antwort der Woche weiter, denn die Frage war ja, wir haben ja gesagt, wie seht ihr das mit den Regeln leicht verbiegen, vor allem bei Kampagnenspielen, weil wir ja in Arkham Horror The Card Game nicht so gut waren. Und eine Antwort hat mir sehr gut gefallen, beziehungsweise ich werde euch gleich zwei vorlesen. Die erste ist von Miguel Cuandro. Am wichtigsten ist es bei uns der Spielspaß. Die Regeln befolgen wir zwar meist schon, aber manchmal passen wir auch etwas an. Bei Szenariospielen hätten wir es genauso gemacht wie ihr. Ich finde, das ist fast unsere Meinung, aber jetzt kommt auch die Gegenmeinung, und zwar von Butari. Ich beantworte die Frage mal im Allgemeinen, nicht nur in Bezug zu Kampagnenspielen. Ich bin ein totaler Regelfetischist, was tatsächlich auch mal zu Diskussionen am Tisch führen kann. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, bei so Hardcore-Eurogames, da kann man die Regeln halt eben nicht ganz so easy-peasy austauschen, außer es spielen halt dann alle nach diesen Regeln. Aber ich kann beide Meinungen gut verstehen. Wir tendieren wahrscheinlich bei Kampagnenspielen eher zu den ersten. Bei Kampagnenspielen auf jeden Fall. Ich bin ja auch ein Regelfanatiker. Ich lese wirklich jede Regel dreimal und nochmal explizit jedes Wort, weil manchmal kann es an einem Wort liegen und man legt irgendwas falsch aus oder was auch immer. Ich bin da auch immer richtig, richtig fett mit drin. Aber und trotzdem kommen immer wieder komische Regelpannen rein. Also ja, auf jeden Fall. Auch bei uns passiert es mal, dass man irgendwas falsch versteht oder jeder hat eine andere Auffassungsgabe, was auch immer. Aber am Samstag haben wir nicht nur was zu Gloomy dazugelernt, dass man auch Giftschaden kriegt, wenn man keine Wunden kriegt. Genau. Und egal. So ist es eben so. Wir müssen weitermachen. Ja. Deswegen kommen wir jetzt auch schon zur Frage der Woche. Und die Frage der Woche ist, wie seht ihr das mit Cool Mini or Not, dass die jetzt nachträglich Steuern erheben für bereits finanzierte Projekte? Sagt ihr, okay, die haben Mehrkosten vermutlich durch den Brexit. Es stand ja auch nirgends drin, dass sie diese Steuern nicht erheben würden. Oder sagt ihr, absolute Frechheit, das geht gar nicht. Ich werde jetzt den Pledge Manager nicht abschließen oder ihr werdet euren Pledge zurückziehen, was ja scheinbar auch möglich ist. Und da hat man, glaube ich, noch, kriegt man 10% Verlust oder sowas. Wie seht ihr das? Flop or not? Cool Mini or not? Das würde uns mal interessieren. Also ich bin Schwabe und ich finde es einfach wirklich... Ich finde es auch frech, aber Wie wenn ich jetzt in den Laden gehe, ich sehe was Tolles, gehe an die Kasse und die sagt dann an der Kasse, ja, das kostet jetzt aber so und so, weil wir Corona haben, kommt noch ein Zuschlag drauf, sage ich. Nee, aber im Regal steht so, ja, entweder sie nehmen es oder lassen es hier. Na, viel geiler wärst du, bist ja zu Hause und dann kommt eine Mail, du musst noch 2 Euro nachzahlen und den Scheiß zurück in den Laden bringen. Ja, das wäre noch besser. Okay. Naja, jetzt aber genug Ärger, jetzt gibt's mal was Schönes, Schnelles zwischen rein und zwar unser Gewinnspiel. Ah, habt's gesehen? Ja, genau, sag uns, was es war. Nein. Ein Rajas auf die Ganges.
gibt es heute Roll and Ride, The Dice Charmer, viel mehr. Ja. Das gibt's einfach zu gewinnen. Also schreibt in die Kommentare rein, diskutiert mit uns oder schreibt einfach, was ihr Tolles gespielt habt und ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil. Nächste Woche Montag wird der Gewinner ausgelost. Wupp. So sieht's aus. So, machen wir mit was anderem total spaßigem, lustigem und schön weiter. Montag haben wir gespielt Santorini, New York. Ich habe das Ganze aus USA importiert. Santorini ist eins meiner liebsten Zwei-Personen-Spiele. Es gab das Santorini schon, wo wir so griechische Götter waren. Da hatte jeder eine Rolle. In New York teilen wir uns verschiedene Rollen und es ist das gleiche Spielprinzip. Wir bauen nach und nach Skyscraper. Also Wolkenkratzer auf. Und es gibt halt so Charakterkarten, die erlauben mir halt Spezialaktionen. Mit dem einen darf ich halt zwei Bewegungen machen, mit dem anderen darf ich noch so eine Art Blocker, Skyscraper stellen. Und Ziel des Spiels ist es, in die dritte Ebene zu kommen, dieser Teil. Und ich darf natürlich immer nur eins nach oben steigen, ich darf auch mehrere nach unten steigen. Ja, und es ist so ein sehr, sehr, sehr taktisches Planspiel. Man hat zwei Figuren. Man muss aufpassen, dass man dem anderen keine Vorlage gibt. Und ich finde, es hebt sich so schön vom großen Santorini ab, dass dieses Spiel absolut seine Daseinsberechtigung hat. Und ich bin jetzt schon sehr zufrieden, es mir geholt zu haben. Und man muss dazu sagen, es reicht nicht nur, dass man eben in die dritte Ebene kommt. Nein, man muss auch noch die höchste Karte in der Runde ausgespielt haben und damit the Statue of Liberty. Aber das muss man nur, wenn man das Rooftop setzt, oder? Nein, man muss dieses Teil besitzen überhaupt, um gewinnen zu können. Und wenn dann dein Mitspieler so ein Fauxpas macht, ich hab's nicht gewonnen. Dann ist es ganz leicht zu gewinnen. Ich glaube halt, Melli, wenn sie sagt, sie hat gerechnet, gewonnen, dann glaube ich ihr das. Du kannst gerne die einseitige Regel lesen. Okay, das war der Montag. Ja, am Dienstag wurde es etwas bissig. Und zwar haben wir bis 20 auf den Tisch gepackt. Und bis 20 ist einfach ein Zählspiel. Man denkt sich, ja komm, da kann ja jeder... Also wir müssen von 1 bis 20 zählen. Aber dazu gibt's Aufgaben. Und die erste Aufgabe lautet eben, tauscht zwei Zahlen miteinander aus, ja? Und bei uns war es dann eben so, dass die 7 auf einmal die 16 war und die 16 war die 7. Und dann zählen wir los. 1, 2. Also man wechselt sich immer ab. Und bei der 7 muss man natürlich aufpassen. Das ist nämlich die 16 und die 16 ist stattdessen die 7. Aber jetzt kommt's. Das geht über mehrere Runden. Das heißt, da kommt noch eine Karte dazu. Die 7 ist die 16, die 16 ist die 7 und jetzt muss man bei der 19 immer Moon. Und dann geht es in die nächste Runde. Also es ist so ein bisschen wie ich packe meinen Koffer und nehme mit. Man muss sich alles merken und das ist viel, viel schwieriger als man denkt, weil dann irgendeiner macht halt nicht den Fußstampfer und du denkst dir, mach ihn. Und dann, okay, verloren. Und dann verliert man halt so ein paar Leben, dann darf man nochmal in der Runde anfangen. Genau, und wir haben es auf Level einfach gespielt. Ach, das war Level einfach. Ja, das war Level einfach. Wir mussten 6 Aufgaben bewältigen und hat eben, glaube ich, 13 Leben oder so. Wir haben es geschafft. Es kommt immer drauf an, mit wie viel man spielt und überhaupt. Und wir haben es geschafft und haben dann noch weitergemacht und wir mussten echt richtig viel lachen, weil jedes Mal war es so, stampf jetzt und jetzt kommt das und dann... Oh, scheiße, jetzt bin ich gleich dran. Was musste ich machen oder was durfte ich nicht machen? Und das ist eben der Witz in diesem ganzen Spiel. Bin echt gespannt, wie das in anderen Runden noch funktioniert. Genau. Dann haben wir auch nochmal, wir haben schon gesagt, wir hatten letzte Woche Raccoon Tycoon gespielt, haben jetzt nochmal die Fat Cat Expansion dazugenommen. Durch diese Erweiterung kommen neue Gebäude dazu. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wenn ich 2 Weizen ausgebe, kann ich mir so kleine Eichhörnchen holen. Oder ich gebe 3 von diesen Luxury Goods, glaube ich, also diese Weinflaschen aus. Dann, Alkohol. Dann bekomme ich so, was kann ich sagen, Turtles. Egal, und umso weiter ich mit denen nach vorne komme, umso mehr ich habe, umso mehr Punkte kriege ich. Allem in allem macht die Erweiterung jetzt nicht so viel besser. Und ja, irgendwie werden wir nicht 100% warm mit Raccoon Tycoon. Es ist so ein, eigentlich ein echt... Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber es ist irgendwie ultra leicht, simpel. Die Beatphasen machen halt den Spaß im Spiel. Aber auch nur, wenn man Geld hat. Genau, und für so ein Beatspiel war es uns dann aber irgendwie doch immer zu lang. Und ich weiß auch nicht, wer die Zielgruppe sein soll. Also für wenig Spieler ist es wahrscheinlich ein bisschen too much. Für mehr ist es zu wenig. Ich muss auch sagen, ich wurde echt gefoppt, so richtig gefoppt in der Beatphase. Ich wollte unbedingt den Bären haben. Da haben sie sich gegenseitig so dermaßen hochgetrieben, dass ich kein Geld mehr hatte. Und so haben wir das 4 Runden lang gemacht, in einer Beatphase mit mir. Das ist das, was dann Spaß macht. Wenn man einen so sagt, ich gehe nochmal drüber. Und ja? Wir waren jetzt nicht wie wer ist Christoph, der bei 140 irgendwo lag, sondern wir hatten, ich glaube, unsere höchste Runde war um die 50, 46, sowas. Ja. Aber es war trotzdem witzig. Aber ja. Es ist kein schlechtes Spiel, aber ich glaube, es ist nicht unser Spiel. Ja, aber ein Riesenkarton. Oh. Am Mittwoch haben wir Wildcards auf den Tisch gepackt gehabt. Wildcards ist ja
von der Grafik her und vom Verlag genau das gleiche wie Q-Birds, aber ein absolut anderes Spiel. Muss mal an dieser Stelle gesagt werden. Es ist ein anderer Autor und es ist ein anderes Spielprinzip. Man sollte es nicht so, oh, das ist der Nachfolger von Q-Birds. Nein. Ja, was machen wir in Wildcards? In Wildcards versuchen wir, Tiere für uns zu gewinnen, sozusagen. Wir bieten hier auch verschiedene Tiere und wir versuchen immer gleiche Tiere zu sammeln, denn die höchste Tierkartenansammlung kriegen wir eben 2 Punkte pro Karte und die zweithöchste noch 1 Punkt. Außerdem können wir noch Punkte dazu gewinnen, wenn wir ein Tier anwerben und dazu den Lebensraum bezahlen, wo das Tier lebt, dann kriegen wir nochmal 2 zusätzliche Punkte und immer wenn wir ein Tier anwerben und die meisten Karten davon haben, kriegen wir noch so einen kleinen Boni von diesem Tier. Und es hört sich echt... Ich muss auch kurz sagen, der Mechanismus ist ein Beat-Mechanismus. Ja. Ihr habt Karten und da sind Zahlen drauf und wenn jetzt eine 4 rauslegt, was die höchste Zahl wäre, dann müsst ihr diese Karten auch noch mit anderen Karten bezahlen. Also die 4, ihr müsst dann noch 3 Karten nachziehen, zahlen und habt dann eventuell das Tier gewonnen. Bei Gleichständen entscheidet dann wer blablabla. Aber so funktioniert das ganze Spiel. Ja, und es hört sich echt toll und interessant an, aber... Jetzt kommt das Aber, ich saß oft am Tisch und bin immer wieder diese Regeln durchgegangen im Kopf und dachte mir, machen wir alles richtig? Ich muss sagen, es kam nicht so wirklich Spannung am Tisch auf. Also es war ganz nett. Ja, ganz nett. Genau. Also es ist kein schlechtes Spiel, es hat uns aber irgendwie jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Wir müssen es noch ein paar Mal spielen. Vielleicht brauchen wir auch die große Runde dazu. Das ist halt gerade ein bisschen schwer, das in größeren Runden zu spielen. Alles in allem erstmal nicht so der erwartete und erhoffte Hit, weil Q-Birds kam bei uns ja mega gut an. Ja. Wildcards eher nicht so. Aber wie gesagt, gleicher Verlag, gleiche Grafiker, aber anderes Spiel. Anderes Spiel. Ja? So, dann haben wir gespielt am Donnerstag. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Thrive. Es ist auch ein Zwei-Personen-Spiel, also nur ein Zwei-Personen-Spiel. Ich glaube, im Kickstarter gab es die 2-4-Spieler-Erweiterung. Worum geht's? Wir haben einen See. Wir sind, glaube ich, Seerosen. Ein Tischtuch. Ja. Und jeder hat so kleine, ich sag mal, sehen aus wie Seifen. Und da sind so kleine Monopoly, nicht Spiel des Lebens-Nöpsis drin. Wir hatten das nämlich schon mal als Frage irgendwo drin. Ja, gesleeved. Genau, und Ziel des Spiels ist es, die anderen Steine rauszukicken vom Mitspieler. Und dadurch, oder wir dürfen das machen, indem wir diese steuern, indem wir diese Nöpsis reinsetzen. Am Anfang kann ich nur eins nach vorne gehen. Ich bewege mich also immer ein Feld oder ein meiner Steine. Und darf dann 2 neue Nöpsis beliebig verteilen. Das heißt, ich kann irgendwann diagonal laufen, ich kann nach hinten laufen. Und das ist sehr, sehr taktisch gemacht. Denn ich muss jetzt schon planen, wo ich diese neuen Nöpsis reinmache, um nicht Gefahr zu laufen, dass mich der Gegner im nächsten Zug quasi aus dem Spiel nimmt. Oder ich kann die so taktisch legen, dass ich den Spieler im übernächsten Zug rausnehme. Also ich kann sowieso ein bisschen beim Schach vielleicht so Lücken bauen, wo ich sage, okay, er muss da oder da hinlaufen und wenn ich jetzt den Nöpsi da oder da setze, habe ich ihn auf jeden Fall nächste Runde. Und das ist so der Reiz und ich liebe ja solche Spiele und ich finde es großartig. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich ständig die Augen verdrehe und dämlich grinse. Ach, du hast die Augen verdreht? Ja, Angelo ist ein Piep gewesen. Also er hat mich echt voll ausgenockt, so, ich verstehe das Spiel nicht. Und dann so, es ist und meine Taktik, dass ich immer so tue, als könnte. Na toll, egal was ich mache, er hat mich jetzt. Ja, ja. Und das ging so die ganze Zeit und überhaupt. Ich habe mich dann zwischendrin mal gefangen und dann war ich aber doch zu müde und keine Ahnung. Ach, müde war sie jetzt. Wir waren alle müde, Melli, an dem Abend. Alle waren müde. Auf jeden Fall hat er gewonnen. Ja. Fertig. Zuvor hatten wir aber noch eine fette Runde Gloomy und vielleicht habe ich mich da ausgepowert und war nicht mehr aufnahmefähig. Ganz einfach. Obwohl du K.O. gegangen bist. Ja, wir haben Gloomy gespielt, weitergespielt und was soll ich sagen, es war wirklich ein Kampf der Kämpfe, wirklich. Ich habe bis zuletzt alles gegeben als Sprengmeisterin und das habe ich eingebüßt und wurde ohnmächtig. Und Angelo musste dann noch den fetten Golem, war es ein Golem? Nee, es war noch ein Elite-Fanatiker, musste Angelo alleine bekämpfen. Es war wirklich super spannend, ich hatte auch nur noch 5 Leben und es war dann, wir konnten so ein bisschen ausrechnen, okay, wenn er mich jetzt trifft, dann habe ich noch 1 Leben. Wenn dann aber eine blöde Zusatzkarte kommt, dann wäre ich raus, aber ich bräuchte nur noch 1 Attack, um ihn fertig zu machen. Dann habe ich aber mich entschieden, erstmal mich zurückzuziehen. Man legt ja Karten ab. Dann hatte ich nicht mehr, dann haben wir schon überrechnet, okay, wenn ich es in einer Runde nicht schaffe, dann wird es echt eng, weil die Runden werden immer kürzer. Es hat gereicht. 5. Szenario.
Viertes. Fünftes wartet auf uns. Es war wieder großartig. Gloomhaven ist jetzt schon top. Das hat echt, da war ich durch. Naja, nichtsdestotrotz haben wir am Freitag weitergespielt und am Freitag kam jetzt endlich mal Murph, The Road, Silk Road irgendwas. The Silk Road Murph irgendwas. Murph. Murph. Murph ist nämlich eine sehr schöne Stadt im ehemaligen Türkei, glaube ich. Und es verbindet... In der ehemaligen Türkei, in der jetzigen Türkei, glaube ich, irgendwie so. Nagelt uns jetzt bitte nicht drauf fest. Murph, Punkt. Wir haben Murph auf den Tisch gebracht und um was geht's? Wir handeln hier Ware. Das war der Dreh- und Knotenpunkt anno dazu mal. Und es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Spiel. Deswegen haben wir es eigentlich gekauft, weil mir das Cover so zugesagt hat. Und das Spielmaterial sah toll aus. Ich habe mich durch die Regeln geackert und dann haben wir es auf den Tisch gepackt. Und was machen wir in Murph? In Murph haben wir eben in der Mitte ein Handelsraster, in dem wir eine Aktion auslösen. Also ich suche mir eins dieser Blättchen aus, setze mein Männchen hin und sage, ich mache jetzt dieses Blättchen. Ist ein Haus drauf, löse ich einfach dieses Haus aus. Je nachdem, ob es mehrere in dieser Farbe gibt, werde ich hier noch mehr Ressourcen sammeln. Ansonsten setze ich erstmal ein Haus drauf und sammle auch entsprechend Ressourcen. Und dann kann ich mich entscheiden, ob ich eben diese Aktion darauf mache oder nicht. Und da gibt's verschiedene Aktionen, die man machen kann. Sehr viele Aktionen. Wir können Gewürze holen, wir können Handel betreiben, ja. Wir können hier... In der Moschee aufsteigen. Wir können so einen Multiplikator-Track eben füllen, um nachher mehr Punkte zu machen und. Und am Anfang macht dieses Spiel wirklich einen Knoten im Kopf. Ja, und wobei ich, Moment, mir die Regeln erklärt hat, dachte ich mir, Alter, das wird wieder so ein verzahntes Spiel. Ich bin echt schon erschöpft von den Tagen davor. Und nachher spielt sich sehr fluffig. Also es ging dann wirklich richtig und ich finde es toll. Wir spielen nur über drei Runden A4 Züge, also 12 Züge. Ja, man muss Zeit optimieren, Leute. Und nach der zweiten und dritten Runde greifen uns die Perser noch an und zerstören Häuser. Und diese Häuser wollen wir aber behalten und retten, weil die wiederum Siegpunkte bringen und eben weitere Boni-Aktionen nachher und. Genau. Und das ist grandios. Ich freue mich auf weitere. Ich freue mich wirklich auf weitere. Es kommt auf Deutsch in der Spieleschmiede. In der Spieleschmiede kommt es auf Deutsch und es ging echt zackig, weil vor Weihnachten war das Spiel irgendwie da in Englisch und die Spieleschmiede hat gesagt, hey, das ist ein geiles Spiel, machen wir auf voll Deutsch. Gut. Also wirklich, das lohnt sich. Da haben sie sich echt einen fetten Titel geholt. Das ist jetzt auch schon bestimmt Anwärter auf Expertenspiel des Jahres. Keine Ahnung, gibt es zwar nicht, aber ja. So, Samstag war nochmal Kira da. Wir haben nochmal Dark Rituals, das zweite Szenario, gespielt. Ihr wolltet ja wissen, taugt das auch noch was im zweiten Spiel? Melly grinst schon, ich erkläre kurz. Das zweite Szenario, oder warum Dark Rituals, ist ein... ja, alle gegen einen heißt es, glaube ich, also ein Overlord, Dungeon Crawler. Ich bin immer noch der Hexenmeister und ich versuche halt in der Welt meine Ziele zu erfüllen und sie wollen das verhindern. Diesmal war das Szenario, ich hatte eine Hexe in einem Turm und ich musste so einen Dämonen beschwören. Wenn die Spieler, Melly und Kira, mich vorher, also die Hexe, töten, dann haben sie gewonnen. Ansonsten müssen sie erst noch den Dämonen töten. Es war... Aber wir hatten nur drei Runden Zeit, muss man dazu sagen. Genau, dann käme halt der Dämon und dann hätte er sich fett umgeschlagen. Aber... ich hatte mich irgendwie verkalkuliert. Ich hatte eine andere Strategie. Die haben ihre Charaktere so schnell aufs Laufen aufgelevelt, dass sie einfach an meinen Monstern vorbeigehuscht sind in den Turm rein, nachdem sie die magische Barriere gebrochen hatten. Und dann stand ich da allein mit meiner Hexe. Ich hatte keine Abwehraktion mehr, weil ich mein ganzes Zeug schon vorher rausgeballert hatte. Und dann war meine Hexe relativ schutzlos. Und das war dann halt wirklich ein Treffer, ein Treffer, ein Treffer, ein Treffer. Und dann war's aus. Ja, Kira kam sogar nochmal zur Unterstützung. Ja, das hat dann nochmal so... ich glaube, das hat sie nur gemacht, um zu sehen, wie die Hexe eine auf dabei habe ich noch die Pest über die Welt gemacht und alle hatten weniger Aktionen. Das hat aber nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Also Fazit, das zweite Szenario hat auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja die Figuren schon teils bemalt. Das sah natürlich gleich viel besser aus. Also Leute, bis jetzt ist Dark Rituals eine Empfehlung von uns. Definitiv, hat richtig Bock gemacht. Und in der zweiten Partie wussten wir halt schon eher, was wir machen müssen. Und das war unser Vorteil, glaube ich. Ja, dann haben wir noch, Achtung,
Slurs gespielt. Ich habe mich danach gegoogelt, wie man das Slurs. Slurs. Wir haben danach noch eine Runde Slurs gespielt und das Spiel ist von 1971. Ihr seht, es ist ein echt alter Schinken. Aber es ist die Bookshelf-Reihe, heißt es, oder? Genau, die Bookshelf-Reihe, aber da kommt noch was speziell von uns dazu. Es ist zwar ein altes Spiel, aber nichtsdestotrotz überhaupt gar nicht angestaubt. Es ist richtig tolles Spiel. Es ist ein Deduktionsspiel und funktioniert hervorragend zu dritt. Um was geht's? Ja, wir suchen den einen Diamanten oder den einen Stein, Edelstein. Und dazu haben wir halt 24 Edelsteine. Die werden unter den drei Personen ausgeteilt. Zwei liegen in der Mitte und einer wird zur Seite gelegt. Da wissen wir eben nicht, welches ist, weil den suchen wir ja. Und jetzt haben wir halt diese zwei als allgemeine Information. Ich weiß, welche Edelsteine ich besitze. Und jetzt muss ich noch rausfinden, was meine Mitspieler eben für Edelsteine haben. Und das funktioniert wieder über eine Kartenmechanik. Genau, ganz kurz, weil es ist nicht so leicht zu verstehen. Es ist eigentlich eine Art Cluedo, muss man sagen. Ja, also ich kann Informationen austauschen, ja. Ganz blöd gesagt. Ich frage einfach irgendwann über Karten, zum Beispiel Melli, wie viele grüne Karten hast du? Oder zeig mir mal all deine grüne Karten. Dann kriege ich die grüne Karten, dann kann ich auf meinem Übersichtsblock halt so ähnlich wie bei Cluedo halt ausstreichen, okay, Melli hat die, ich hatte ja die. Und irgendwann über diese Fragen und Antworten und Zuhören, was die anderen haben, kommt man halt oder sollte man halt auf diese eine Sache kommen, die fehlt. Also der blaue Dreier. Rubin, gibt kein Rubin, Diamant, nehmen wir Diamant. Und das ist eigentlich das Spiel. Ja, und es ist echt genial, was man mit so ein bisschen Karten eben für ein Spiel schafft. Und man muss wirklich sagen, es ist von 1971. Es fühlt sich aber gar nicht angestaubt an. Fühlt sich null angestaubt an. Es ist einfach fluffig und hat auch zu dritt richtig Spaß gemacht. Man kann es bis zu 7 spielen und ich glaube, das ist einfach nur noch der Wahnsinn, weil wir waren schon zu dritt ein bisschen überfordert, die Informationen aufzuschreiben, wer was von wem gefragt und bekommen hat. Also. Ja. Aber Ersteindruck war auch sehr, sehr gut. Ja. Noch ein sehr, sehr guter Ersteindruck hat Artie Schocken bei uns hinterlassen von Amigo. Das ist nämlich so ein Family-Deck-Bilder, bei dem er aber sein Deck quasi nonstop ausdünnt. Ja, also ihr kennt ja, bei Deckbildern ist ja meistens so, dass es Karten gibt, die Schrott sind, also das Deck verstopfen. Und genau darum geht's in Artischocken. Wir haben am Anfang nur Schrottkarten auf der Hand. 12 Artischocken. 10. 10 sind es? 10? Oh. 10. 10. Okay, 10. Egal. Die wollen wir loswerden und wir gewinnen, wenn wir in einem Zug 5 Karten aufdecken und es ist keine Artischocke mehr drin. Und das läuft folgendermaßen ab. Vorne liegen immer 5 Gemüse. Diese Gemüse haben in der Regel, oder die haben eigentlich immer Sonderaktionen. Es gibt halt verschiedene. Ich nehme mir eine, kann dann diese Sonderaktion ausführen und darf dann meine Karten mit eventuell Sonderaktionen ausspielen. Dadurch wird mein Deck eben immer, immer dünner. Und wenn ich es dann wirklich schaffe, in irgendeiner Runde zu sagen, so, ich habe jetzt 5 Karten auf der Hand, zack, hier, schaut her, es ist nur noch Gemüse. Es müssen aber keine 5 sein, Schätzelein. Nein? Weil Kira hat ihr Deck so klein gemacht, dass sie nur noch 3 Karten hatte. Ihr dürft halt keine Artischocke mehr auf der Hand haben. Und sie zieht dann also ihr Deck auf, hat ja nur noch 3 Karten und schwupp hat sie gewonnen, weil es waren nur noch lecker Gemüse und keine Artischocke mehr drin. Weiß Artischocke auch lecker Gemüse. Ja, aber die Kira hat uns da ein bisschen an der Nase rumgeführt. Kira. Ja, ja. So ist es raus. Das war unsere Brettspielwoche. Sie war gesund, sie war ungesund. Wir würden gerne noch wissen, was habt ihr denn so gespielt? Was kam gut an, was kam nicht so gut an? Ihr dürft auch gerne über das mit uns schreiben und nicht nur über die Frage der Antwort über der Woche oder schreibt über die Frage der Woche und die Antwort der Woche und über was ihr gespielt habt und ob ihr das Spiel gewinnen wollt. Schreibt einfach mit uns. Gewinnen. Ihr schreibt nämlich wirklich toll und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Kommentare von euch lesen. Wir wünschen euch jetzt viel Glück beim Gewinnspiel, drücken euch die Daumen, wünschen euch einen ganz tollen Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern, genießt. Gerade eben war es noch Sonne, jetzt ist sie auch weg. Die Sonne, falls ihr welche habt, und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.